So, hallo, mein Name ist Ronny, ich bin Jugendtrainer bei Basketball in Gotha und ja, leider können wir ja im Moment immer noch nicht in die Turnhalle und unserem Lieblingssport nachgehen und ja, deswegen ein paar Anregungen für euch zu Hause, vielleicht mal wieder ein bisschen aktiv zu werden, vor allen Dingen natürlich mit Ball. Ich habe mir ein bisschen Unterstützung mitgebracht, und zwar den Jascha und den Basti. Die werden euch ein paar Übungen vorzeigen und wir hoffen natürlich, dass ihr die dann zu Hause auch versucht nachzumachen. Okay? So, Ballhandling machen wir zuerst. Das heißt, wir machen die erste Sache, ein bisschen den Ball von rechts nach links mit den Fingerspitzen zu tippen. So. Jawohl. Wichtig dabei ist immer, genau, kurz und knack mit den Fingerspitzen. Man kann den Ball auch mal nach oben führen. Und wieder nach unten. Jawohl, sehr gut. Okay. So, die nächste Übung ist, den Ball um die Hüfte kreisen. Wir machen 10-mal in die eine Richtung und dann 10-mal in die andere Richtung. Jawohl, wichtig ist, dass der Ball nicht gerollt wird um den Bauch, sondern dass der Ball den Bauch, wenn es geht, nicht berührt. Okay, so, jetzt gehen wir ein kleines bisschen in die Knie und geben den Ball in einer 8 durch die Beine. Die Jungs kennen das schon. Jawohl, auch wieder 10-mal in die eine Richtung, dann. Und rückwärts, sehr gut. Perfekt. So, jetzt haben wir eine Übung, da geht es ein bisschen um schnelle Finger. Ja, das heißt, wir halten den Ball eine Hand von vorne, eine Hand von hinten zwischen den Beinen. So, das Ziel ist es, ohne dass der Ball auf den Boden kommt, die Hände zu tauschen. Das heißt also, vielleicht können wir das mal vorzeigen, genau. Jawohl. Das Ziel ist, der Ball darf also nicht auf den Boden fallen. Ja, kommt natürlich mal vor, ganz klar. Sehr gut. Okay, gut. So, die gleiche Sache, aber mit vor und zurück. Ja. Jawohl, da geht es darum, also schnelle Finger, ne, Reaktion. Okay, perfekt. Immer so 10 Wiederholungen, das reicht aus. So, die nächste Sache habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo in der Schule, wer zur Schule geht, gemacht. Wir werfen den Ball hoch. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir hier die Sprenkelanlage nicht kaputt machen. Also müsst ihr ein kleines bisschen schauen. Hochwerfen, in die Hand klatschen und fangen. Das ist die ganz einfache Variante. Genau. 5-mal reicht, das ist jetzt nicht schwierig. Die schwierige Variante ist, wir klatschen einmal vorne, einmal hinten und fangen dann den Ball. Ja. Jawohl. Gut. So, jetzt werfen wir den Ball hoch und wir klatschen erstmal unter einem Bein und fangen den Ball wieder. Ja. 5-mal rechts, 5-mal links. Jawohl. Mit dem anderen Bein geht es auch. Okay. Gut, war relativ einfach, oder? Ja. So, jetzt müssen wir rechts und links klatschen, ne? Also. Und dann fangen den Ball. Das ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, da müssen die Hände schon ein bisschen schneller sein. Wer natürlich mehr Platz nach oben hat, ist natürlich ein bisschen einfacher. Ja. Aber die Herausforderung ist, den Ball gar nicht so hoch zu werfen und lieber schnell zu klatschen. Jawohl. Okay. Gut. Habt ihr 5-mal, ja?
Okay. Okay. So, letzte Sache dazu. Jetzt zeige ich einmal kurz vor. Und zwar lassen wir den Ball einfach nach vorne fallen und klatschen über den Ball in die Hände. Das wäre die schwierigste Variante. Dann muss ich wirklich schnell klatschen, ohne den Ball hochzuwerfen, sondern einfach fallen lassen, klatschen und bevor er den Boden berührt, wieder zu fangen. Jawohl, klasse. Super. Okay, gut, perfekt. So, jetzt legen wir den Basketball zur Seite. Das war so ein bisschen Ballhandling. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen werfen. Und zwar, jeder hat zu Hause sicherlich einen Mülleimer. So, welchen Ball? Den, okay. So, kleine Bälle. Wer kleine Bälle zu Hause hat, kann auch ein Sockenpaar nehmen zum Beispiel oder irgendwas, was klein ist, was man werfen kann. So, wir wollen ein bisschen werfen. Und zwar, machen wir eine Position. Wir haben unseren schönen Eimer hier. Und die Jungs versuchen, in den Eimer reinzutreffen. Ja, jeder wirft 10 Mal und zählt mal seine Treffer. Wie ihr werft, ist erstmal egal. Ja, seht schon, beim Basketball wirft man ja eigentlich den Ball so. Kann man probieren, man kann von unten werfen, von oben. Jawohl, zählt er selber mit, ja, ne? Das war der dritte, glaube ich, jetzt bei dir, Jascha. Ja, bei dir ist der vierte jetzt. Okay. 10 Würfe und die Treffer müssen die Jungs selber zählen. Ja, das sah technisch schon gut aus. Okay. Ja. Wie viel haben wir? 7? 6 und 7. Jawohl. Okay. Basti, wie viel getroffen? 9. 9 von 10? 4 von 10. Okay. So. Auch ohne Korb kann man zu Hause also werfen. Ihr seht das. Ja. Wir hoffen, ihr habt ein kleines bisschen einen Anreiz bekommen, zu Hause vielleicht auch mal mit dem Ball ein bisschen was zu machen. Vielleicht klingelt er vorher nochmal unten bei den Nachbarn und sagt Bescheid, dass er ein kleines bisschen trainiert. Ansonsten, wünschen wir euch viel Spaß und wir hoffen, dass wir natürlich bald wieder in der Halle stehen und dann richtig Basketball spielen können wieder. Also viel Spaß zu Hause und bis bald.